Herzlich willkommen zu unserem Tutorial. Um Ihnen einen Einblick in die Bedienung unserer Webseite zu geben, möchten wir hier die wichtigsten Schritte erläutern. Dazu gehören die Anmeldung, das Erstellen eines Textes in Form einer Seite, dessen Gestaltung sowie weitere wichtige Einstellungen, um die Seite an der richtigen Stelle zu veröffentlichen. Jeder, der an der Seite arbeitet, bekommt Username und Passwort, womit er sich anmelden kann und bestimmte Rechte besitzt, Änderungen an der Seite vorzunehmen. Um auf die Seite zu gelangen, gebe ich hier oben erasmus-reinhold-gymnasium.de ein. Nun befinde ich mich auf dem Bereich der Seite, der für alle sichtbar ist. Um an der Seite Veränderungen vorzunehmen, muss ich jedoch in der URL wp-admin anfügen. Dabei steht WP für WordPress und Admin für Administrator. Jetzt befinde ich mich im Anmeldebereich. Hier müssen Benutzername und Passwort eingetragen werden. Gelingt dies, befinde ich mich im Backend oder im Dashboard dieser Seite. Ich kann zwischen Dashboard und der normalen Seite einfach hin und her schalten. Wenn man Änderungen an der Seite vornehmen möchte, muss man sich hier in der Menüleiste den bestimmten Bereich aussuchen. Um zum Beispiel eine neue Seite zu erstellen, klickt man auf Seite und Seite erstellen. Hat man bereits eine Seite erstellt und möchte diese verändern, klickt man auf alle Seiten und findet dabei die bereits erstellten Seiten, die man dann darunter bearbeiten kann. Nun möchte ich Ihnen zeigen, wie man eine neue Seite erstellt. Dazu klicke ich hier auf Erstellen und sehe nun die zu neu erstellende Seite vor mir. Dazu gebe ich als erstes einen Titel ein, in dem Fall das Fach Chemie. Nun kann ich im unteren Bereich einen Text eingeben, den ich entweder schon in einem anderen Programm vorgeschrieben habe, zum Beispiel in Word oder in Pages, oder den ich direkt hier online eingebe. Ich habe dazu mir einen Text schon mal vorgeschrieben und hier rein kopiert. Diesen Text kann ich natürlich mit der oberen Menüleiste entsprechend wie in Word oder Pages bearbeiten. Die einzelnen Funktionen dazu sind auf Ihrem Handout benannt. Um ein Bild hinzuzufügen oder eine andere Mediadatei, muss ich hier oben auf den Button Dateien hinzufügen klicken. Nun öffnet sich ein neues Fenster. Hier sehe ich alle bereits hochgeladenen Dateien der Mediathek und kann daraus auswählen, um sie in meine Seite einzubinden. Ist die Datei oder das Bild noch nicht hier in der Mediathek vorhanden, muss ich auf Datei hochladen klicken und eine Datei von meinem Computer auswählen. Ich wähle hierzu das Bild aus und es wird automatisch hochgeladen. Dieses Bild füge ich nun mit dem unteren Button in die Seite einfügen, in die Seite ein. Nun kann ich kleinere Veränderungen an dem Bild noch vornehmen, indem ich hier die Größe in Prozent einstellen kann oder das Bild zum Beispiel zentrieren kann. Habe ich die Einstellung vorgenommen, muss ich aktualisieren drücken. Ich kann natürlich ein Bild auch verlinken. Dazu muss ich hier einen neuen Link bzw. die URL einer anderen Seite einfügen und wieder auf Aktualisieren klicken. Nun ist das Bild im Text zentriert. Um mir den erstellten Text einmal vor Veröffentlichung anzuschauen, klicke ich hier oben auf Vorschau. Dabei öffnet sich ein neues Fenster und man sieht die neu erstellte Seite, wie sie später nach Aktualisierung bzw. Veröffentlichung aussieht. Nun muss ich noch einige andere Einstellungen vor der Veröffentlichung vornehmen. Zum Beispiel muss ich das Attribut Eltern zuordnen.
Damit das Fach Chemie auch unter dem Navigationsmenü Unterricht auftaucht, muss ich dies hier auswählen. Dann muss ich ein Attribut Template festlegen. Wir empfehlen Ihnen hier bei Unterrichtsseiten immer das Full White Page zu nutzen, damit der User der Seite die Seite dann im vollen Umfang sehen kann. Nun muss ich als letztes noch eine Reihenfolge festlegen. Die Reihenfolge gibt vor in der Menüleiste, an welchem Ort Chemie auftaucht. Nach Möglichkeit nicht 0 oder 1, denn der Vertretungsplan soll im Bereich Unterricht immer an erster Stelle stehen. Weitere Fächer sollten möglichst alphabetisch geordnet sein. Nachdem ich hier die wichtigsten Einstellungen vorgenommen habe, kann ich diese Seite speichern. Damit ist sie auf der Webseite gespeichert, aber noch nicht veröffentlicht. Oder sofort auf Veröffentlichen klicken. Bevor ich dies tue, sollte ich mich immer noch einmal vergewissern mit der Vorschau, dass die Seite genau so aussieht, wie ich sie haben möchte. Nun, hier steht Chemie an Stelle 4. Alles ist okay und ich kann die Seite theoretisch veröffentlichen.